Vor wenigen Tagen war die Holzkiste bei mir in der Post. Die ist von Tasmanian Tiger und da steht, das ist eine Überraschung, da sind Neuheiten drin. Und wenn du wissen willst, was in dieser Kiste ist und wenn du diese Kiste gewinnen willst, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Ross von vom Survival Shop. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie noch, diese Kiste. Und ich habe die vom TT bekommen als ja, kleines Geschenk. Das freut mich natürlich und die wollen wir uns jetzt anschauen. Ja, sind Neuheiten drinnen. Ein Teil zumindest. Gibt es doch viel mehr. Schauen wir rein. Nein, schauen wir nicht rein, oder? Oh ja, wir schauen rein. Yeah. Nummer 1. Ein Händelmack. Also so ein richtiges Heferl mit, so wie wir es von Tatonka kennen, jetzt auch mit Tasmanian Tiger Branding. Das finde ich cool. Dankeschön. Und dann, was haben wir da? Da hinten ist ein Rucksack. Ah, den schauen wir uns nachher an. Dann ein, ja voll cool, ein Kalender. Ich weiß nicht, das sieht man vielleicht jetzt nicht. Jetzt wollen wir schauen, ob das ein taktischer Kalender ist oder ein anderer. Wenn es ein anderer ist, dann interessiert er mich eigentlich überhaupt nicht. Aber wir werden gleich sehen. So, schauen wir mal rein da. Ja. Aber jetzt habe ich es geschafft. So schaut der aus. Kalender für 2021. Details verrate ich noch nicht. Den verlose ich auch. Also der ist auch dann dabei in diesem ganzen Paket. Dann ein Patch. Jetzt ist mir ein Tiger Patch. Voll cool. Ja, und dann ein neuer Rucksack. Ein Urban Pack 22. Da schauen wir jetzt gleich einmal rein. So schaut der aus. Ja, voll cool. Jetzt schauen wir gleich einmal, was der Rucksack kann. Also ich muss dazu sagen, ich hatte den auch noch nicht im Einsatz. Also ich weiß noch nicht ganz genau. Also wir machen das jetzt online. Ich habe mich darauf nicht vorbereitet, gebe ich zu. Das reißen wir einfach einmal runter. Der heißt Urban Tech Pack 22. Yeah, voll cool. Ah, dann. Ich glaube, dass die Idee dabei ist, dass man einen Tech Pack hat. Also ein taktisches Rucksackerl, das von außen nicht so mollemäßig mit irgendwelchen Geschichten ausschaut. Ich weiß, dass es den in unterschiedlichen Farben geben wird. Und bei mir im Shop kannst du auch schon jetzt dabei sein, denn es gibt eine kleine Menge, die ich bekomme. Also billige Eigenwerbung kriegst du natürlich unten. Dann hier mal innen drinnen wieder das modulare System von Tasmanian Tiger, wo man unterschiedliche Pouches anbringen kann. Dann hier auch mit Molleöffnungen, das heißt auch noch das alte System oder Molle-System, alt ist vielleicht jetzt gar nicht der richtige Ausdruck, ist hier dabei. Dann seitlich, okay, da sind da so Gummizüge und zwar auf beiden Seiten. Der ist, aha, das ist zum Komprimieren da. Schau mal her, du kannst jetzt hier hergehen. Aha, das sind Kompressionsschlaufen nur innen. Kompressionsflexikords. Dann hier die Möglichkeit, ja, entweder ein Schlüssel oder wobei, ich glaube, dass das für die Trinkblase ist, aber die mag ich ja nicht allzu sehr, habe ich ja schon einige Male gesagt, vorgesehen ist. Ja, das passt, weil da kann man auch durch. Also das ist für die Trinkblase zum Anbringen. Hier hinten, da das dazugehörige Tragesystem. Und da merke ich gleich einmal, dass hier eine Platte eingebaut ist und sehe es natürlich auch. Und dadurch wird dieser Rucksack insgesamt steifer. Und zwar, es ist so. Es gibt ja auch unterschiedlichste Rucksäcke, jetzt nicht nur von TT, aber von allen Marken, die in so einer Größe sind, die aber schlapprig sind. Aber das hier, das ist eine Platte, schau mal her. Das heißt, den kannst du auch irgendwo hinstellen, ohne dass er gleich irgendwie zusammenbricht, wenn er nicht komplett beladen ist. Und das finde ich gut. Das Gewicht ist dadurch ein wenig höher, aber verkraftbar, selbst für so einen Dickmann wie mich. Also das schaffe ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt den Frontteil abnehme, dann sehe ich gleich, dass der nicht bis ganz nach unten geht. Das heißt, es ist hier unten ein kleines Fach oder ein kleiner Bereich, wo Kleinteile reinfallen können, ohne dass es gleich Ramumsti Kapumsti macht und die verloren gehen. Aber man kann das Teil trotzdem hinlegen auf einen Tisch oder auf die Rückbank oder wo auch immer und aufmachen und hat dann gleich da direkt Zugriff. So, dann haben wir hier, im Frontbereich auch eine Aufteilung. Zweimal, ja, mit Zip. Da ist auch das dabei, Flexicord. Das wird sicher einen Grund haben, das schauen wir uns dann nachher gleich an. Das ist alles toll verarbeitet bei TT, weil manchmal die Fragen kommen, ist TT gut verarbeitet? Jo, also das brauche ich nicht mehr extra erwähnen. Das ist vielleicht wegen einem Billigsdorfer Cars von irgendwo, aber da brauchen wir nicht drüber reden. Was auffällt ist, dass diese Taschen hier so richtig schön transparent sind, also man sieht auch, was drinnen ist. Das finde ich praktisch, außer beim untersten. Hier nicht.
Da sieht man es nicht. Vielleicht, dass man geheime Dinge da reingeben kann, die die Frau nicht sehen soll oder der Mann oder wie auch immer. So, und so ist das Ganze hier jetzt dann verarbeitet. So schaut das aus. Das finde ich gut. Zwei Wege Reißverschlusssystem, das heißt, man kann es von beiden Seiten schön aufmachen. Das ist gut. Es ist keine Versperrung da, also es ist jetzt nichts Waffenmäßiges oder Waffenähnliches. So, dann schauen wir hier hinten. Da oben an Trage. Griff, das ist auch in Ordnung, der hat auch eine gute Länge, dass man den gut halten kann. Das ist alles schön gemacht. So, dann die Trageriemen, breit, nicht irgendwie nur so ein kleines sowas in Durchmesser, wollte ich sagen, in dieser Breite, sondern wirklich fest, auch leicht gepolstert. Das ist auf jeden Fall angenehm. Dann hier ein verstellbarer Brust. Gut, dann da hat man doch noch ein bisschen so auf Lasercut Molle Streifen. Das heißt, wenn man hier irgendwelche Toolpockets oder was anbringen will, geht das auch noch auf beiden Seiten. Das ist einmal cool. Und natürlich den dazugehörigen Hüft. Oder bei mir ist kein Hüftgurtel, sondern das ist ein Bauchgurtel bei mir. Aber das liegt an mir. Wenn du ein bisschen drahtiger bist als ich, dann ist das auf jeden Fall kein Thema. Den kann man aber ausschlafen. So sieht das zumindest für mich aus. Dann bleiben hier noch die Schlaufen. Das ist gut. So, dann nehmen wir ihn einmal auf. Jetzt nehmen wir ihn einmal auf. Gut, das ist ein bisschen zu eng. Das ist ab Werk für Zwerge. Nein, so wird das transportiert. Das passt schon ganz gut. Also du kannst auch die Tragegurte in der Länge verstellen. Wobei, ich glaube, dass ich das bei TT nicht extra erwähnen muss. Und auch bei einem Rucksack gehört das einfach dazu. Kann man schön einstellen. So schaut das Ganze dann aus. Jetzt ist er noch nicht bepackt. Wir werden mal überlegen, ob wir das auch noch tun. Also das ist alles okay. Ich habe halt leider noch keine Langzeiterfahrungen. Seitlich sehe ich jetzt hier keine Tasche. Das heißt, das ist einfach nur ein Rucksack, wo man jetzt einmal gar nichts erkennt. Okay, der ist in Oliv, aber wenn der jetzt zum Beispiel in Schwarz kommt, dann ist das ganz normal, kommt das irgendwie jetzt nicht taktisch unbedingt drüber. Dann hier vorne ein schönes von oben bis fast ganz nach unten, also bis zu dieser Naht, eine große Tasche. Hallo, da ist aber keine Unterteilung mehr drinnen, sondern einfach nur ein Fach, um vielleicht Kleidung, Hauben, Handschuh, Schal oder sonstiges anzubringen. Und jetzt mutmaße ich, böse wie ich bin, dass dieses Flexicord, was wir da innen gefunden haben oder gesehen haben, ist da seitlich noch was? Haben Sie da noch was vernäht? Nein? Nicht, dass ich was übersehe. Wie gesagt, ich bin auf dieses Video hier nicht vorbereitet. Tatsächlich nicht. Also ich kenne die Funktionen von diesem Teil nicht wirklich. So, da sind da so kleine Schlauferln dabei und ich mutmaße, als alter Mutmaßer, dass das hier, aha, warte mal, die Schlaufe ist da und da, also 1, 2, 3, 4, dass man hier vorne mit Flexicord das anmachen kann, was ich jetzt nicht tue, aber das geht sich von der Länge hundertprozentig aus, dass man da zum Beispiel noch einmal die Jacke oder irgendein anderes Kleidungsstück hier drauf montieren kann, wenn man das will. Ich will es jetzt nicht, aber das geht einmal auf jeden Fall. Voll cool, voll cool, voll cool. Also, das ist es. Ist irgendwo ein Regenhaut oder was eingebaut, wobei das bei so einem D-Bag, glaube ich, eigentlich nicht notwendig ist, besonders wenn es urban gedacht ist. Nein, finde ich super. Cooles Teil. Liebe TTs, das ist voll nett von euch. Ich wäre nicht notwendig gewesen, aber ich freue mich trotzdem. Ist eine super Sache. Also ich werde diesen Rucksack jetzt selbst in den Test nehmen. Und dann in ein paar Monaten, ich würde sagen im Frühjahr, ich weiß nicht, so März ist eigentlich eine ganz gute Zeit, werde ich darüber berichten, dann habe ich wirklich genug Erfahrungen. Ich kann den jetzt noch nutzen, bei den letzten Survival Trainings, die wir noch haben, Spezialtrainings, da werde ich den gleich einsetzen, gleich dieses Wochenende, da freue ich mich schon irrsinnig drauf. Und jetzt zum Gewinnspiel. Also, Nummer 1. Wenn du das hier gewinnen willst, dann gebe ich da unten den Link in meinen Shop unter allen Käufern, von einem TT-Produkt in meinem Shop, zum Beispiel auch diesen Rucksack oder was auch immer, verlosen wir bis zum 20.11. ja, diese Kiste. Von heute an, von jetzt weg, wenn du ein TT-Produkt bei uns kaufst, ja, verlosen wir das. Hier auf YouTube in der Community-Tab wird dann der Gewinner oder die Gewinnerin verlost. Ist ein gutes Weihnachtsgeschenk, weil das gibt es nicht zu kaufen. Und zweitens noch was, gell? TT, Tasmanian Tiger, verlost diese Teile auch einige, ja, von diesen Teilen hier. Und zwar, ich glaube sogar insgesamt dem Inhalt. Den mag ich nicht hergeben, einfach aus dem Grund. Ja, ich gebe es zu. Ich will den selber testen. Ja. Aber du kannst, wenn du auf das Instagram-Profil gehst von Tasmanian Tiger, kannst du ja vielleicht einen gewinnen. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Wie gesagt, alle meine Kunden, die TT-Produkte kaufen, spielen bei meinem Gewinnspiel mit und schau bei Tasmanian Tiger vorbei. Ja, auch die verlosen diese Teile hier. Das war's.
Danke noch einmal. Hat mich irrsinnig gefreut. Es hat mich wirklich gefreut. Auch die Manuela, meine Frau, war ganz so, oh ja, wir kriegen ein Geschenk. Ist halt nichts für sie drin, aber mit dem muss leben. Ja, ist einfach so. Ich mag dir immer Daumen nach oben oder nach unten bitten, das wäre irrsinnig cool. Und natürlich einen Kommentar. Was hältst du von diesem Teil hier? Und ja, findest du, dass der jetzt natürlich nicht in grün, aber dass der doch unauffälliger ist? Das würde mich irrsinnig interessieren. Billige Eigenwerbung, den Link in meinen Shop kriegst du natürlich auch. Ist ja ganz klar. Ein Abo dalassen, bitte, bitte. Dann kriegst du auch den Erfahrungsbericht. Da geht es noch einmal in den Shop. Anderes Video. Danke, TT, fürs Schicken. Hat mir irrsinnig gefreut. Bis dann, dein René Rossmann und ciao.